Ja, hallo und herzlich willkommen zu Silly Spiels Beasts of Prey. Hier sehen wir mal den schönen Sonnenuntergang. Es wird langsam Nacht. Und, wir wollten jetzt mal... Irgendwie müsst ihr mir mal schreiben, was ich machen soll. Leute, es gucken ja schon 10 Leute das Video an. Finde ich mal schon mal klasse. Ihr könnt doch mal schreiben. Schreibt doch mal. Was sollen wir machen? Sollen wir das weiter ausbauen oder sollen wir das weiter ausbauen? Und dann okay, kann ich mal ein bisschen drauf eingehen. Komm, dann spielt mit mir, los. Ich will euch zeigen, sagt mir, was ich machen soll. Das ist bestimmt ganz interessant. Das ist bestimmt ganz lustig. So, wenn ihr irgendwo einen Kommentar unten schreibt, dann sagt mir, ja, komm, bau doch mal das und das. Ich will doch mal das und das sehen. Ja, ihr wollt auf jeden Fall einen Ölturm bauen. Wir hören, dass die Kreissäge noch rauscht. Ja, da hinten den auf jeden Fall nicht. Da müssen wir warten, vielleicht bis hier wieder einer auftaucht. Da hinten, der ist ja mitten in dem Gebirge drin. Ist ja mal total scheiße. Das letzte Mal hatte ich einen, der war... Moment, Ecke, Baum, Tisch, hier. Hier war der, das letzte Mal, die Ölquelle. Und, aber wir könnten eigentlich schon mal einen bauen. Ja, können wir schon mal fertig machen. Wenn dann hier eine ist, könnten wir das dann noch hinschätzen. So, jetzt laufe ich mal hier komplett außen rum, weil ich voll trotzdem nicht da hinten rumgelaufen bin. Tschick. Ah, letztes Mal, warte mal, da habe ich doch was... So, nein. Du musst irgendwie mit springen, dann bist du da oben drauf gelandet. Ach, egal. Scheiße. Ja, ist gut, greif schon hier so rum. 123 Holz. Check. Ah ja, was ich noch getestet habe. Ich habe in jedem Teil den Tisch, quasi in die Kreissäge, in den CNC-Tisch, in den Ofen und in den Crafting-Tisch, habe ich Holz reingelegt und wollte gucken, wenn ich den Server ausmache, was noch drin bleibt. Weil früher war das ja so, der Server ist ausgegangen, ja, war nichts mehr drin. Da war alles dann verschwunden. So, also im CNC-Tisch, in der Kreissäge und im Ofen bleibt alles drin, auch wenn der Server aus ist, ist schon mal gut. Durch dieses, glaube ich, noch so neue SLQ-Dings, Verschwörungsteil, speichert er das dann mit. Aber in diesem Tisch ist alles weg. Also wenn ihr hier quasi 100 Dinge rein habt und der Server stürzt ab, dann habt ihr ein Problem. Dann war die ganze Arbeit nämlich umsonst. So, wir gucken mal, was kostet dann jetzt einen große Öldauer? 40 Metal Pipes und 20... Ne, warte mal, verkauft rum. 20 Metal Pipes und 40 Metal Blades, den Rest haben wir. Okay, dann können wir das gerade mal machen. Aber nicht so wie den Wald da unten. Metal Pipes. Metal Pipes, Metal Pipes, Metal, da. Metal Pipes. Ach, einen Tresor bauen wir dann auch. Nee. Hey. Da ist schon Feuer und Flamme hier. Das wird irgendwie gut gelaunt. Neues Internet. Geht's auch schnell. Iron Ignite. Ja, nee, was wollte ich denn jetzt? Ah ja, genau. Metal Blades. Metal Pipes. Tun wir da unten rein, damit wir das wieder sehen und diesmal nicht verquatschen, weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Dann habe ich nämlich viel zu viel Eisen umsonst. Sorry, wenn es gerade ein bisschen geschnieft hat. Meine Nase hat gejuckt. Metal Pipes. 20 Stück. Zwölf, 16, oh, fertig. 20, das geht ja schnell, das sind sie immer 4. Metal Blades, warum eigentlich von dem mehr braucht? Naja, gut. Die ganzen Platten, wo man da hinten hageln muss. So viel Rohr brauchst du nicht, brauchst du mehr Platten. Das ist halt so. Ist halt leider so. Ja, ich habe gemerkt, für einen Goat-Simulator interessiert sich keinen, also mache ich den wahrscheinlich auch gar nicht weiter. Das ist eh so... Was willst du denn da viel zeigen? Eine Ziege, die rumrennt, das kann jeder selber machen. Da hat er wahrscheinlich mehr Spaß, als wenn er das Video anguckt. Und irgendwie findet man es auch irgendwann nicht mehr lustig. Frag mich nicht warum, aber ich finde es nicht mehr lustig. Leider. Gibt ja noch dieses Goat-MMO, aber das ist irgendwie so... Ja, da rennst du auch so rum, bisschen Mittelalter geduldet und bist eine komische Ziege vielleicht mit Plattenrüstung. Toll. Oh, es wird ja schon stockdunkel. Ja, deswegen, Goat Simulator ist gestrichen. Außer es wird wieder ausdrücklich erwünscht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wahrscheinlich dreimal vorbei. Da ist er, Öltower. Ja, Ölpumpe ist gleich, das gleiche im Kleinen. Quasi Ölpumpe macht in einer Stunde, nee, alle 10 Minuten, nee, Quatsch. Wie macht denn das jetzt?
alle 10 Minuten ein Öl, glaube ich. Der Öl Tower macht alle 10 Minuten 3 Öl. Ich weiß nicht mehr, ich muss immer genau nachgucken. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Mist. Auf jeden Fall macht der hier irgendwas mit 80 pro Stunde und das Ding macht nur... Ja genau, stimmt. Das macht hier 6 pro Stunde und das macht hier 60 pro Stunde oder so. Ja, also ist schon eine andere Dimension. So, das da rein. Dann machen wir das gleich mal, dass das wir immer macht. Dann können wir nämlich auch Öl machen, dann können wir dann irgendwann noch einen Tisch bauen. Quatsch. Quatsch, ne, wie ein Scheiß. Dann können wir dann Öl machen, dann können wir dann so eine Raffinerie bauen, dann können wir nämlich neue Klamotten herstellen. Wir wollten noch einen Tresor machen. Der war hier beim Metall. Metall-Safe. 6 Metal Blades. 2, 4, 6. Alles klar. Haben wir. Da müssen wir, glaube ich, nicht. Genau, der muss hier nicht rein, weil es kein Blueprint ist. Ah, hier ist es dunkel hier. Man hat die Helligkeiten alles schon hochgestellt, aber es wird noch sau dunkel. Moment, bauen wir mal hier eine Flagge hin. Warum sag ich dann immer zu der Flagge? Fackel. Keine. So, jetzt haben wir aber folgendes Problem. Ich baue hier gerade alles so schön rum. Ich habe vergessen, mir einen Timer zu stellen. Shit, wie lange hängen wir denn schon auf? Mal gucken, hoffentlich ist der Bildschirm nicht schwarz. Ich muss mal kurz raustappen. Was sagt das Video? Sagt... 6 Minuten noch irgendwas. So, da gehe ich mal zurück. Hoffentlich ist das Bild jetzt schwarz gewirkt. Darf ich den Timer anmachen? Signal, ne? Das ist irgendwie so eingebaut bei Fraps sein, dass oben die Zeit abläuft, wie lange wir schon aufnehmen. Hey Fraps, wenn ihr das hört, macht das bitte. So, ja. Unsere grüne Energie ist mal ein bisschen unten. Wir stellen sie mal hier kurz rein. Das dauert ja eh noch, bis es fertig ist. Oder? Hat, glaube ich, gerade aufgehört. Dauert es lang. Kein Bock. Wir ewig warten. So, Öltower. Wenn ihr zum Beispiel hier was gebaut habt und das ist hier nicht drin, dann legt einfach irgendein Stück Ballen, Munition oder irgendeinen Scheiß da rein. Und dann taucht es hier wieder auf. Ja, die Munition habe ich daher. Ich habe hier irgendwo so einen Mensch gekillt, so einen Eingeborenen, und der hatte Munition dabei. Tja, warum auch immer. Aber den Metal Safe, den stellen wir jetzt nicht da rein. Das Bett nehmen wir auch mit. Das stellen wir nämlich dann hinten in den Bunker rein. Das wird hier vorne so das Vorlager. Ich will mal da hinten rauslaufen. Der Kreis ist ja gelaufen. Weiter. Mal gucken. Ich glaube, wenn es dann wieder hell ist, müsste die Ölquelle wechseln. Hoffe ich doch. Lauf. Ich laufe ja gerade zu langsam, oder meine ich das noch? Ich glaube es mir ja nicht mehr. Ja, wie gesagt, wenn die Grafik unten ist, sieht man hier unten schön den Weg. Sonst musste ich wirklich an den Palmen hier orientieren, an den zwei. Also wenn du von unten läufst, dass du hier direkt in die Mitte gehst, von der Palme. Ja, meine Freundin, die ist schon abgestürzt von dem Weg. Normal. Hat dann auf andere Grafik gespielt. Yo. Bettchen. Wo bauen wir dann das Bettchen hin? Bauen wir erstmal vielleicht daher so hin. Oder irgendwie. Oder hier mitten rein. Ich wollte hier noch so einen Turm hin machen. Machen wir so einen Turm hin, dann können wir uns in dem Turm dann irgendwie alles reinstellen. So, Bett und Tresor. Tun wir mal daher. So, Bett daher. Tresor, eigentlich will ich gar keinen hinstellen. Na ja, komm, stellen wir da hin. Ah, fuck. Na gut, jetzt habe ich was gegessen, jetzt bin ich über das Ding gescrollt. Stellen wir den denn hin? Ach, den stellen wir einfach die Flagge. Auf der einen Seite ist ja dann die Kiste und dann stellen wir dann da den Tresor hin. Moment, stellen wir den so rum. So rum? Ja. So. Ja, es gibt ja, glaube ich, jetzt auch so Minispiele, wo du jetzt den Tresor knacken kannst mit dem Dietrich. Aber ob das jetzt so funktioniert, ist auch eine andere Frage. Ja, da können wir da was reintun. Wir gehen in Tresor oder in Kiste gehen maximal nur 9 Dinge rein. Also mehr könnt ihr da nicht reinlegen, könnt nicht unendlich Sachen reinlegen. So, ich baue jetzt hier mal ein paar Pilars. Wir haben jetzt, ja. Wurden Pilars. Ah, jetzt habe ich mich wieder rausgetappt, so ein Scheiß. Ich hab mich verdrückt. Ja, bin gerade vom Schnee draußen abgelenkt worden. Gerade eine Dachlawine runtergekommen.
dachte, ich schmilzt nämlich. Draußen ist doch arschkalt. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Pilla. Ja, brauchen wir mal ein paar, brauchen wir sowieso weit. Vielleicht wird unten dann noch so rum oder so. Ja, bauen wir ein paar. Bauen wir mal so viel, bis er oben voll ist. Heute. Ja, letzte. So, unten in die Leiste legen. Wo den Pilar. Scroll, scroll, scroll. Ah, so. Ist so dunkel hier. Ja, da. Mal gucken, hoffentlich wird es dann wieder heller. Aber die Nacht und finde ich. Ich finde die Nacht finde ich immer länger als den Tag. Der Tag geht immer so schnell rum. Mal da einen hin. Mal da hinten in die Ecke eigentlich auch rein. Ja, machen wir da auch rein. So. Und dann machen wir hier mal eine Umrandung mit Fenster. Bist du erstmal weg. Fenster brauchen wir. Abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Upp, runtergefallen. 8 Stück. 8 Stück. Wooden Wall Window, genau. Das ist auch schön, weil die sind nämlich günstiger. Boah, wenn wir das aufschlafen haben, fertig ist, muss ich dann erstmal was zum Trinken holen, ey. Voll die trockene Kehle. Ich schrei doch hier gar nicht so rum. Oh, jetzt hab ich vergessen zu zählen. So ein Scheiß. 7. Wie viel wollte ich jetzt? Hey. Alzheimer lässt grüßen oder was? Heieiei. Hei. Ja, bauen wir die halt erstmal hin. Zack. So, da kann man mich auch schön rausschießen. Ja, oder eigentlich könnte ich auch die Ecken freilassen. Ja, notfalls fackel ich wieder weg. Muss hier irgendwo noch das Turret hinstellen. Uha. Ja, sonst war es immer so, da hast du das Turret hier genauso in die Ecke gebaut und dann hat es rausgeschossen. Ah, eins fehlt. 8 waren es. Okay. 8. Dann brauchen wir das noch. Hä? Ah, bin ich nah genug dran. Zurück, zurück. Ja. Wooden Wall Window. Hallo, come to beautiful country, no wooden wall window. Die Wall, das tun wir da rein, das tun wir da raus. So. Schnell, 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 schnell. Können wir noch ein paar Fackeln hinstellen das nächste Mal. Dann sieht man nämlich hier gar nichts mehr. Ich nehme jetzt nämlich hier gleich hinten drauf, denke ich mal, noch eins auf. Schon mal ein bisschen was vorwärts geht. Schon ein paar Videos auf Vorrat. Vielleicht auch nicht schlecht. Aber manchmal dann das und das und das. Über Silvester kommt wahrscheinlich wieder keins. Wie es auch immer so ist. Und ich sage mal, macht's gut, Kollegas. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wenn ihr... Entscheidet doch mal mit, was soll ich denn noch machen? Soll ich hier noch so einen Turm hinbauen? Soll ich keinen Turm bauen? Soll ich drüben weiterbauen? Oder mal noch ein paar Dinos hier angehen? Schreibt doch mal eine was. Komm, jetzt gucken da schon 10 Leute. Suchen muss auch mal eine schreiben. Und sonst vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder euer City-Spiel, Beasts of Prey oder sonst irgendwelches mögliches Geraffel. Und auf Wiedersehen. Tschüss.